Und der hat auch eine riesige Rakete, die abfeuern kann. Ich mach's mal Jurassic Fun, ist nicht auf dem Bildschirm, aber ich mach's mal einmal. Zack. Oh, die hat sogar einen Countdown. Hey Leute, warte, willkommen zum weiteren Video zu Bloons Tower Defense 6. Da bin's rausgekommen. Hatte ich ja predicted, wenn das Boss-Event endet, kommt das Update. Was hier jetzt hier, also predicted klingt, als ob ich ein großes Gehirn hätte. Das ist halt immer so gewesen. Wenn das Boss-Event endet, der Update-Trailer draußen ist, dann kommt dann in der Regel das Update. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sehr ich das Update mag. Mein Ersteindruck ist, ich würde das so in der Kategorie 5 von 10 einschätzen. Aber lass uns erstmal der Reihe nach durchgehen. Also, die größte Änderung natürlich, es gibt ein U-Boot-Paragon. Der kostet 400.000. Du brauchst 1 Million Erfahrung, um den freizuspielen. Ich habe 21 Millionen, also denke ich mal, ist das kein Problem. Deswegen ruhig mit dem kurz. Jupp. Gucken wir uns auch gleich einmal an, also ich werde ihn auf jeden Fall beschwören. Es gibt eine neue Map, und zwar Schwefelquellen. Da will ich kurz mal, bevor ich irgendwas mache, was zeigen. Und zwar hört mal genau hin. Was macht das? Wir haben außerdem noch ein paar neue Quests gekriegt. Unter anderem Quests mit einer Geschichte. Ich kauf's mal einfach. So. Man kann auch machen, dass Benjamin eine Maus hat. Und das war's jetzt schon quasi für den Trophäenshop. Also Trophäenshop sehr, sehr wenig. Wurden jetzt leider, und bei der Balance-Änderung ist halt leider meiner Meinung nach jetzt nicht dieser Affe, der krass heraussticht. Und viele Affen wurden auch jetzt wirklich eher verschlechtert. Also das Spiel jetzt ist besser balanciert. Es gibt jetzt aktuell in der Meta nicht diesen einen Affen, der overpowered ist. Was ich halt ultra schade finde. Oben gucke ich mir gleich ingame an und ihr werdet sehen, warum. Corvus wird ein bisschen schlechter gemacht. Der werde ich mal hier einwenden, was da genau passiert ist. Alles vorzulesen wäre, glaube ich, ein bisschen zu nervig. Geraldo wird verändert. Blende ich jetzt auch mal ein. Aber da primär wurde der Wettstein schlechter gemacht. Ein Held hat einen sehr krassen Buff gekriegt. Und zwar Striker Jones. Und zwar Striker Jones. Ich habe das gerade getestet, da ging das einmal nicht. Ich habe es aber jetzt nochmal getestet, jetzt ging das. Und zwar Striker Jones hat vorher die Fähigkeit gehabt, dass er Bombenwerfer und Mörseraffen buffen kann. Das ist jetzt anders. Striker Jones kann jetzt alles buffen. Zumindest mit Level 8. Wenn Striker Jones Level 8 ist, gibt er allen Türmen in der Nähe 5% mehr Reichweite und 25% mehr Durchschlagskraft. Wenn ich jetzt nochmal ein Helden-Ranking machen würde, Striker Jones wäre wahrscheinlich in der Top 4. Bombenwerfer nicht in der Reichweite, nicht in der Reichweite, nicht in der Reichweite. In der Reichweite, ne? Seine eigene Reichweite wird ein bisschen besser wegen dem Buff. Können wir mit einem anderen Tower machen. Nicht in der Reichweite, nicht in der Reichweite, nicht in der Reichweite. In der Reichweite wird ein bisschen besser. Er bufft jetzt jeden Tower. Wer einen Buff gekriegt hat, ist hier oben der Glebenführer. Der ist jetzt eventuell nicht nur ein bisschen, sondern halt eine ganze Ecke besser. Weil einer seiner Angriffe ist jetzt um 20% schneller, was am Ende viel ausmachen kann. Plus seine Reichweite ist jetzt unendlich. Zumindest der Folgeangriff. Und jetzt ganz weit hinten mache ich noch zwei so. Globale Reichweite, ne? Wenn der einen trifft, hat der theoretisch globale Reichweite. Geht komplett durch. Also sein Hauptangriff hat globale Reichweite gekriegt, wenn der einmal getroffen hat. Was ihn, finde ich, ziemlich, ziemlich krank macht, ehrlich gesagt. Also, wenn ein Tower jetzt aktuell in der Meta einer der stärksten Affen im gesamten Spiel ist, dann ist es er. Ein Tower, der ein bisschen kaputt genervt wurde, ist Klingeninferno. Ich mache mal einfach Klingeninferno auf Stufe 4. Ich mache mal einen einzigen Bleiballon. Kann der nicht killen. Der hatte vorher die Zieloption scharf und hat jetzt die Zieloption Shatter gekriegt. Was ist das? Zerschmettern. Aber damit kannst du halt leidig angreifen. Beim Klebstoff von unten wurde die Durchschlagskraft extrem verbessert. Also der ist jetzt viel, viel besser, wenn es darum geht, alles einzukleben. Aber sein Schaden ist schlechter gemacht worden. Da muss ich aber sagen, das ist mir komplett egal. Man hat ihn doch nie gespielt für den Schaden. Er macht jetzt nicht mehr direkt Schaden, sondern er macht jetzt Schaden über einen längeren Zeitraum. Aber sein Verklebungseffekt ist halt so viel besser geworden. Ich mache ihn jetzt einfach mal Just for Fun gegen Runde 98 auf schwer. Natürlich kommt noch was durch, logischerweise. Das heißt, wenn ich jetzt die Wahl habe, ihn zu platzieren, oder Eiszapfenpfahl, ich würde dann wahrscheinlich aktuell ihn platzieren. Also die Gewinner vom Update sind auf jeden Fall Klebstoffaffe unten und Boomerangaffe, würde ich sagen. Das Problem mit den Balance-Änderungen ist halt, es gibt so viele kleine Änderungen. Zum Beispiel ein Sniper, das jetzt ist günstiger geworden, das kostet jetzt nur 1400. Hier so ein paar Sachen sind günstiger geworden, aber hier sowas zum Beispiel ist teurer geworden, beim Schaden hat sich nichts verändert. Hier beim Schiff hat sich oben extrem viel getan, erstmal wirklich 2000 Änderungen. Aber ich weiß jetzt nicht primär, ob das Sachen jetzt besser oder schlechter gemacht hat. Das muss man halt dann wirklich mal testen. Er in der Mitte kann jetzt nicht mehr Unsichtbare greifen, es sei denn, du hast Ausguck geskillt. Alchemist oben mit Stufe 2 hat sich verändert. Und zwar der Effekt steckt sich jetzt nicht mehr so gut. Der T-Rex hier ist ein bisschen schlechter geworden, aber auch ein bisschen günstiger geworden. Und noch letztendlich ansprechen will, Nagelsturm wurde nochmal schlechter gemacht. Ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr overpowered. Das ist jetzt halt nicht so ein Affe wirklich raussticht und du sagst, oh, der ist jetzt overpowered. Der ist super spannend, so wie der funktioniert. Man kann es kaum glauben, aber Oben ist besser geworden. Ich mache auch die normalen Oben, wir gehen rein auf leicht. Ne? Ist ja der Tower, der, glaube ich, von mir auf den letzten Platz war in meinem Helden-Ranking. Aber Oben hat jetzt einen Buff gekriegt. Und zwar Oben kann ja diese Totems beschwören. Alle 18 Sekunden beschwört Oben ein Totem.
was Ballons in der Nähe verlangsamt. Und das Ding war, der hat vorher, ich level den mal kurz, so. Und das war vorher, der hat ein Totem maximal beschworen. Die maximale Anzahl an Totems, die er beschwören kann, wurde verfünffacht. Oben kann jetzt 5 Totems auf einmal beschwören. Plus, die Totems haut er jetzt nicht mehr auf Wege, wo keiner ist, sondern oben haut nur noch Totems raus, auf Wegen, wo wirklich auch Ballons kommen. Das heißt, wenn du oben auf einer Map platzierst, wo es 2 Wege gibt und in der einen Runde kommen die Ballons von oben und in der anderen Runde von unten, dann wird oben jetzt die Totems intelligent platzieren. Besonders mit Level 10 kann er ja einen Baum beschwören und wenn oben dann aber Level 20 ist, dann kann er den Baum noch häufiger beschwören. Nämlich nicht mehr alle 90 Sekunden, sondern alle 75 Sekunden. Das wirkt nicht nach viel, aber das kann im Late Game sehr viel ausmachen. Gerade wenn du halt den Baum dann in Runde 98 beschwörst und dann in Runde 99. Das kann schon eine Kombo sein. Also oben hat, glaube ich, jetzt durch die Buffs den letzten Platz verlassen. Der hat jetzt ein paar Plätze gut gemacht. Er ist nicht mehr der Schlechteste, sondern halt, er ist okay. Oben ist ein okayer Affe jetzt. Plutoniumreaktor, weil da ist auch was passiert, wie wir sehen können. Und zwar kannst du jetzt nochmal extra sagen, ey, tauch mal auf. Oder tauch mal ab. Ist einfach jetzt ein Button. Aber ich muss sagen, das Interessanteste, was Ninakiri gedroppt hat, ist das Wissen über die nächsten Updates. Der nächste Held und der nächste Affe geleakt. Und ich weiß nicht genau, wie das gehen soll zeitlich. Und ich lese es mir jetzt echt nochmal vor. Also erstmal gut, Bloons soll für PlayStation rauskommen. Ja, okay, gut. Player Creation soll mehr gebufft werden. Okay, gut. Und dieser Held soll ein Jetpack-Held sein, der über viel Mobilität verfügt. Das heißt im Grunde das, was ich mit Saouda erwartet habe, nämlich, dass sie einfach mobil über die Map wandern kann mit ihren Fähigkeiten, das kommt dann wahrscheinlich mit den Jetpack-Helden. Und dieser Held soll auch eine Synergie mit anderen fliegenden Helden haben. Und wir wissen auch, wann der rauskommen soll, und zwar in der ersten Hälfte des Jahres soll der rauskommen. Und da nur alle 2 Monate ein Update rauskommt, muss der ja theoretisch im nächsten oder übernächsten Update rauskommen. Und zwar jetzt wird nochmal interessant, und zwar soll ein neuer Tower reinkommen und der neue Tower soll ein wasserbasierter Tower sein, der aber nicht ein Militäraffe wird. Zu welcher Kategorie der gehören wird, ist noch nicht bekannt, aber das soll wohl irgendwas mit Atlantis zu tun haben. Wenn ich so an Atlantis denke, dann spricht es ja dafür, dass es ein Magieaffe wird. Das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Magieaffen. Das heißt, der nächste Affe, meine Prediction, wird ein Zauberaffe, der was mit Atlantis zu tun hat und der da im Wasser ist. Der soll im Midsummer kommen. Und dann im Update August, würde ich so sagen, kommt dann schon der neue Affe rein. Ich hoffe auch, es kommen noch neue Paragons rein, sonst noch vielleicht neue Bosse. Davon stand jetzt ja nichts. Aber das ist halt wirklich sehr, 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 sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, wie sich das noch am Ende spielt. Und ja, vom Mod-Support habe ich da jetzt nichts gelesen, by the way. Aber es soll wohl noch ein Game-Editor reinkommen, wo Leute auch Möglichkeiten haben, selber Spielmodi zu machen. Oh, das ist die Biene. Und das waren jetzt halt erstmal so diese großen, nennenswerten Änderungen. Schicht jetzt nichts groß hervor von den Änderungen. Ist halt alles so, ist nett, ne, das ist nett. Ja, wenn die jetzt halt welche treffen, dann brennen die halt. Die stecken dann Ballons in Brand. Da gab es halt 1000 Änderungen. Aber ganz, ich hab keinen Bock auf den. Ich mache jetzt hier einen Subkommandanten. Ich mache jetzt hier die Präventivschlag und ich mache jetzt hier Energizer. So, und dann spare ich jetzt hier. Der kostet auf leicht nur 340.000, was halt krank ist. Ich verkaufe mal alles und mache dann jetzt nach der Runde den Paragon. Wobei, ich warte noch. Na komm, ich kann's machen. So, oben lasse ich mal, weil ich noch den Baum gleich sehen will auf der höheren Stufe. Wir machen hier mal. Zack. Und bumm. Na gut, er guckt mich jetzt nicht an, das ist vielleicht ein Downgrade. Und der kann auch abtauchen. Überlagerungskern, ich lasse ihn erstmal hier oben. Der hat ja selber auch Angriffe. Er verschießt auch selber instant Raketen auf Moabs, die kommen. Einfach alle Aspekte von Stufe 5 und geht da mal 3. Ne? Also er hat einen Energizer-Effekt, wo der aber auch andere U-Boote boostet. Ich kann es einmal kurz zeigen, warte. Der taucht jetzt mal ab, zack. Oh, wieso ist der Effekt so klein? Warte, geht ab. Ne, er ist jetzt abgetaucht und er hat jetzt den Buff davon. Das heißt, er hat jetzt nicht mehr den Präventivschlag und alles, aber er macht halt andere U-Boote besser. Die Frage ist, wie viel macht er die besser? Haust der Paragons raus fürs Late Game? Was bringt ein Affen-U-Boot auf Stufe 4, was dann 80.000 Schaden macht statt 20.000 im Late Game? Das ist so ein bisschen Schaden. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt wirklich nützt. Und der hat auch eine riesige Rakete, die abfeuern kann. Ich mach's mal, was davon ist nicht auf dem Bildschirm, aber ich mach's mal einmal. Zack. Oh, die hat sogar einen Countdown. Oh, lol. Okay. Alarm. Alarm. Ist, oh, da schießt eine Rakete in die Luft. Achtung. 3, 2, 1. Oh. 1 und. Oh. Ich dachte original, der gesamte Bildschirm ist voll. Aber war nur da vorne so ein bisschen. Okay.
Dafür haben wir jetzt atomaren Blubber auf die Strecke gehauen, sehe ich das richtig? Einen ewigen Cooldown. Aber dafür haben wir da jetzt schön atomaren Blubber da oben. Das ist ja eigentlich nicht verkehrt. Du kannst da am Rand was platzieren. Ah. Ich muss sagen, der Schadensbuff wirkt erstmal solide. Die haben da jetzt sehr easy da oben ein Bett kaputt gekriegt. Aber wie viel Leben hat ein Bett? Halt 25.000. Muss man halt am Ende des Tages auch im Boss-Modus testen. Was ich machen werde, logischerweise, also ich werde das U-Boot auf der perfekten Map im Boss-Modus testen in den nächsten Tagen. Ich werde die neue Map im Schimpansen-Modus kaputt machen. Ach ja, der Schimpansen-Modus hat auch eine Revolution gekriegt. Ne, also es gibt schon jetzt ein bisschen Bloons-Content, den man machen kann. Hätte ja sein können, dass der den bufft, weil Träger-Flaggschiff boostet ja alle wasserbasierten Affen. Er ist ein wasserbasierter Affe. Da habe ich jetzt gedacht, dass da ein Buff kommt. Aber guckt euch mal die Performance gegen die DDTs an. Das ist nicht gut. Also es ist halt, ich muss auftauchen. Ich lasse jetzt mal aufgetaucht. Also halten wir fest, der Buff an U-Boote... Ah, den Runde 98 gibt es noch an. Aber der Buff gegen U-Boote ist jetzt nicht so nice, dass ich sage, oh krass, das bringt irgendwas. Also der Buff ist gefühlt, wenn ich jetzt überhart sein müsste... Runde 98 tauchen ab. Wenn ich überhart sein müsste, würde ich sagen, der Buff ist quasi sinnlos. Gepanzerte DDTs rennen durch, ne? Also heftig, wie wenig Schaden der macht, wenn der abtaucht. Ne? Also es ist ein Paragon... Und ihr macht ja auch Schaden abgetaucht. Heftig, dass der das nicht kaputt kriegt. Ich sag's, wie es ist. Und hier die gebufft. Ja, es bringt gar nichts. Also taucht niemals mit denen ab. Das bringt ja original gar nichts. Wie stark der jetzt genau ist, ne, das gucken wir uns in naher Zukunft einmal an. Aber jetzt mal ganz kurz noch die Revolution zum Schimpansenmodus. Und zwar, wenn du im Schimpansenmodus Game Over gehst, dann war vorher einfach Over. Dann hast du keine Chance, dann war vorbei. Seit dem neuen Update hast du einen Continue-Button. Das heißt, der Schimpansenmodus ist nicht mehr ganz so Affen-Aids wie vorher, sondern der ist jetzt noch... machbarer. Placement einfach zu gut. Aber doch, ja, ich bin gewogen. Okay, ich bin Runde 9 Game Over gegangen. Letzte Runde erneut versuchen. Wenn du die letzte Runde erneut versuchen möchtest, wird die vorige Runde geladen. Möchtest in Runde 9 Game Over, zack. Ach, okay, er geht auch Runde 9. Okay, gut. Weil wenn ja, ist der Schimpansenmodus sehr, sehr easy geworden. Du kriegst keinen schwarzen Rand, by the way. Wenn du jetzt kaputt gehst, gibt es keinen schwarzen Rand. Du bist einfach finished. Okay, du kannst immer wieder neu starten. Also es gibt keinen Grund mehr, den Schimpansenmodus im Herausforderungsbrowser zu machen. Na, okay, du kriegst keinen Rand. Aber du schaffst es ja trotzdem. Weil wenn wir mal gucken, auf Erosion habe ich es geschafft, auf düsteren Pfad habe ich es geschafft, aber ich habe das Abzeichen nicht, weil ich es halt im Herausforderungsbrowser gemacht habe, weil es einfach chilliger ist. Das hole ich, glaube ich, alles noch nach, wobei die aktuelle Meta halt nicht mehr so gut ist, weil Geraldo genervt wurde. Aber gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch mal ein Abo da. Wie findet ihr das Update? Wie gesagt, für mich ist es so ein 5 von 10, 6 von 10 Update. Ich bin mehr gespannt auf das nächste bzw. übernächste Update, wenn ein neuer Held reinkommt. Also bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.